müssen wir eigentlich jetzt hingekriegt haben. Und ich bin am Überlegen, morgen die Hochzeit sausen zu lassen. Wieso das denn, Killer? Also wäre Korpsparty jetzt zeitlich nicht so passend, wäre schlecht, ja. Weil ich möchte schon Judgment endlich mal. Ich hänge schon über einen Monat dran. Und ich weiß nicht, wie viele Kapitel noch kommen. Ich guck mal kurz bei den Nebenaufgaben, wie viel ich noch habe. Ich möchte so viel es geht mitnehmen. Stadtmission 87? Gott. Wo standen das mit den Nebenaufgaben? Irgendwas mit 50 oder so. Und ich hatte gerade mal 15 oder 20. Ah, da steht doch. Ja, 50 Stück. Ich habe 29. Also es wird auf jeden Fall noch ein bisschen... Du musst mehr Streamless. Ja, ist gerade ein bisschen schwierig wegen Hundi. Weil ich keinen Bock drauf habe. Ja, ich kann es verstehen. Also ich weiß ja bei dir, ich kann es verstehen. Horrorspiele mit meiner Ex. Das ging gar nicht. Wir spielen Outlast oder besser, sie spielt. Ich fürchte mich zu Tode. Der Muskelprotz taucht auf einmal aus dem Nichts auf. Ihr wisst, wen ich meine. Mr. Bulette habe ich ihn genannt. Und reißt sie so an dem Bücherband vorbei, wo sie durchgeklettert ist. Ich schreie wie ein Mädchen und krieg fast einen Herzanfall. Sie so, das war jetzt schon echt cool. Ich habe mich voll erschreckt wegen dir. Genau das, was man hören will. Ich schreie aber auch wie ein Mädchen dann. Ich habe Outlast Let's Played. Da hatte ich noch mein Headset, da ist die Audioqualität auch ein bisschen war. Ich konnte 2 oder 3 Folgen immer aufnehmen. Das war's. Ich musste immer eine Woche Pause machen. Das Spiel hat mich richtig zerstört. Das war richtig unangenehm. Outlast hat mich echt kaputt gemacht. Oh, es war... Oh. Ich kann's verstehen. Weißt du, hilfst beim Aufbauen, rennst dich dumm und dusselig, machst und tust und mengst und dann im Endeffekt noch als Arschloch zu stehen, weil du was vergessen hast. Oh, wow. Oh, wow. Das nenne ich mal sehr undankbar. Das ist echt scheiße. Da hätte ich auch ehrlich gesagt keinen Bock drauf. Das schreit wie ein Mädchen? Ja, sonst schrei ich wie ein Mann. Wow. Na, ich quietsch manchmal. Ich weiß auch nicht. Ich kenne ja eigentlich meine Erschrecker. Es gibt aber so Momente, da ist es ganz vorbei. Da ist meine Stimme so hoch, wie als ob mir jemand, weiß ich nicht, in den Magen geboxt hat oder so. Da würde ich dann auch nicht hingehen. Ja, das finde ich echt ziemlich dreist und beschissen. Wenn man sich so den Arsch aufreißt und alles mithilft und den ganzen Tag damit verbringt, das ist echt nicht schön. Was soll ich denn jetzt eigentlich machen? Nur einen Weg, um mal zu Garne zu treffen. Matsugane. Wen kenne ich, der Zugang zu Matsuganesan hat? Das ist eine gute Frage. Der ist irgendwo in Kamurocho. Den kann ich jetzt nur mit Glück finden wahrscheinlich. In einen Weg, um Matsugane zu treffen. Ich soll jetzt jemanden wissen, der vielleicht weiß, Informationen hat? Okay. Genau. Solange das kein Care oder kein Futter ist, ist es mir richtig, wenn sie mir nicht schauen. Da kann ich dich beruhigen. Ich fand den Onkel Doktor mit seinem Lederhintern auch ganz lustig. Ich auch. Der hat mir sehr viel Freude bereitet. Ich habe gerade Kopfparty auf die Wishlist gesetzt. Jetzt zeigt mir der Stream, der Steam-Shop, 12 Milliarden Spiele dieser Art. Ach. Du wirst sie alle spielen.
Der hat mich auch bei Dark Souls gedemütigt. Marshall Smoke. Sie sieht mir zu, immer skeptischer. Irgendwann gib her den Prügel. Das Elend kann ich mir nicht mehr ansehen. Killed Anstellen im First Try. Okay, sie hat auch gefühlt 30.000 Stunden in dem Spiel. Gib mir den Controller wieder und tätschelt mir den Kopf wie ihre Hauskatze. Mein Hass war real in dem Moment. Oh. Oh, da würde ich auch ziemlich angepisst sein. Das wäre für mich ziemlich kränkend. Wenn man dann auch noch so, weiß ich nicht, so ein abwertendes Verhalten hat. Also ich finde das schon ein bisschen abwertend. So als ob man nichts drauf hat und das finde ich ein bisschen scheiße. Also welche ziemlich kränkend. Man kann es auch auf eine andere Art und Weise. War der dritte Perverse schon da? Nein, Killer. Alles gut, hast nichts verpasst. In der Art und Weise. Was ich sagen will, auf ersten Blick mag es verlockend sein, ein Zockerweibchen als Freundin zu haben, aber es verlagert nur die Probleme. Ja, es kommt aber auch auf den Menschen an, finde ich. Man kann ja auch normal miteinander in dieser Art und Weise umgehen. Also ich zum Beispiel würde jetzt niemals besserwisserig oder so extrem handeln. Und wenn ich mal irgendwo nicht weiterkomme und ich nett Hilfe bitte, dann möchte ich nicht, dass man mir dann so kommt mit, dass ich mich auf den Kopf tätscheln und ja, so macht man das. Da würde ich ein bisschen, ja. Man kann das auch anders. Ich glaube, ein Problem ist es, wenn eine Person zu ehrgeizig ist. Schwerter raus. Gefällt mir. Die Cops kommen eh gerade. Wir waren nicht schnell genug. Ich renne genau auf die zu. So, ich esse mal den Burger und Pommes und einen Shake und das. Ich musste bei meiner Ex immer die Bosskämpfe machen, die sie nicht hinbekommen hat. Also ich würde wirklich erst fragen, wenn ich so verzweifelt bin und es wirklich nicht schaffe. Aber sonst versuche ich immer alles alleine. Egal wie lange es dauert. Da muss ich schon sehr, sehr verzweifelt sein. Ob das wohl weh tat? Sollen wir es bei dir ausprobieren, Dropper? Muss man herkommen. Wisst ihr, wie lange das Farm, wie lange ihr farmen müsst, bis ihr einen über Kopfhammerschlag von Smaug wegtanken könnt? Wisst ihr es? Lang, sehr lang. Ja. Meine Ex wollte immer nur das GTA spielen und mit dem Auto durch die Gegend brettern. Ehrlich gesagt habe ich GTA auch deswegen nur gespielt. Ich habe die Leute immer verprügelt. Ich habe ihnen immer die Autos geklaut. Ach ja, schön. Das hat immer Spaß gemacht.
Ich sollte auch wieder mehr lesen. Lesen ist irgendwie gar nicht meins. Ich werde da richtig müde. Ich kann da nicht lange konzentriert bleiben. Aber sie konnte nicht fahren. Oh, das ist dann, das ist ein Problem. Ich bin aber auch schon sehr dumme Tode in GTA gestorben. Lieber nicht. Warum nicht, Dropper? Aber da ich den neuesten dann auch spielen werde und der vorletzte, den hat, also den letzten, der rausgenommen hat. Typ hier noch einen Sack hier, der Tachibana. Ich sehe gerade irgendwie nichts. Ich muss mich halt nur beeilen, bevor die Polizei kommt. Ich höre schon, wie sie gehen. Liebe statt Liebe. Ich mache mir gleich was zu essen. Hab noch nichts gegessen bis jetzt. Okay, bis gleich, Killer. So, wo wollte ich jetzt eigentlich hin? Ich weiß jetzt nicht, wo ich diese Information herbekomme, die ich brauche. Ich gehe mal in die Bar, vielleicht sind da Informationen. Ich würde am liebsten schlafen gehen, aber möchte nicht. Wieso denn nicht? Kekse. Ich hatte auch mal eine, die im FIFA gegen mich spielen wollte, als sie war echt schlecht und hat immer gebettelt, ich soll sie gewinnen lassen. Ich habe nur gesagt, nö, du willst nicht gegen mich spielen. Du willst doch gegen mich spielen, also streng dich an, dann spiele ich vielleicht irgendwann auch mal eins gegen dich. Aber wieso spielt man Spiele, damit man dann... Weiß ich nicht. Damit andere dann einen Gewinn lassen sollen. Das ist doch, macht doch keinen Spaß. Das ist gut, wenn du im Stream mal 10 bis 15 Minuten weg kannst. Erstens tut der Po nicht so weh, das stimmt. Zweitens sinkt der Thromboserisiko, ja. Drittens gut für Kreislauf, richtig. Das stimmt. Ist also nichts Schlechtes. Oh nein. Yagami! Hab ich dich endlich, Yagami. Die haben mir gesagt, ich bekomme eine fette Belohnung, wenn ich dich fertig mache. Ist nichts Persönliches, aber ich muss dich jetzt leider zu Hackfleisch verarbeiten. Und danach... Es ist Zeit für Essen. Kaito. Ich hätte mir auch noch hier kommen. Hey!
Wird der uns denn wieder beflügeln? Ich habe Angst, dass er uns wieder lieb hat, auf einer gewissen Art und Weise. Ich will das nicht. Weil diese Animationen trotzdem im Gesicht, die sind voll krass. Boah, der Tritt gibt's mir aber richtig, ne? War das nicht der, der dich flachlegen wollte im Spiel? Ja, das war er. Seine Superattacke. Ich würde es eigentlich so machen, dass er das nochmal macht, aber... ah, Scheiße! Ich hatte das mit Absicht gemacht. Oh mein Gott. Wow. I have Sana and Nanami now, and let's go get another girlfriend. A side mission. Ah, okay. Okay, Yagami, übertreib's nicht. Es reicht ja, wenn du ihn ein bisschen tretest, ne? Muss ihn ja nicht gleich das Genick brechen. Oh, die Gegner gehen mir gerade ein bisschen auf den Keks. Ich habe gerade überhaupt keine Verschnaufpause. Gegenstände. Tödliches ist ein Extrakt, mit dem du kreistödliche Angriffe durchbrichst. Dauert 20 Sekunden. Also, ich muss immer darauf achten, dass ich hier so ein bisschen was hab. Pack mal Stamina hier hin.
Und ich habe irgendwas Neues gelernt. Oder auch nicht? Okay, ich war verwirrt. 3400 Punkte. Das ist nicht gerade viel. So. Gehen wir mal weiter. Ich wollte eigentlich nur gucken, ob ich die Information hier in der Bar bekomme. Ich habe nämlich keine Ahnung. Jo, Tag, auf der Suche nach Arbeit? Das habe ich hier für dich. Job in der Unterhaltungsbranche. Einer der wichtigsten Kunden meiner Agenten ist in Schwierigkeiten geraten, daher benötigt ihre Hilfe. Leider schaffe ich es nicht zu ihrer... Okay. Nehmen wir an. Eine Frau hat mich in eine Falle gelockt. Können Sie beweisen, dass es eine Falle war? Sonst ist mein Leben vorbei. Bitte zeigen Sie allen die bösartige Natur dieser Frau. Bitte, ich flehe Sie an, kommen Sie in mein Büro vorbei. Okay. Eine sehr wertvolle Katze. Ich möchte, dass Sie eine bestimmte Katze finden. Nehme ich an. Gerne. Du machst das schon, Tag. Yay, noch mehr Nebenaufgaben. Wenn wir schon dabei sind, ich gehe mal nochmal in die Detektei, wenn ich sie finde. Weil da könnte ich ja auch noch Nebenaufgaben mir ergattern. Bei Spezialstand 1. Ja, hier, ne? Aber ich weiß nicht, was genau jetzt hier freigeschaltet ist. Das hier hatte ich vorher schon. Aber was ist jetzt hier noch offen? Ich wollte eh bis 5000 sparen, damit ich das hier... Wo war denn das? Das wollte ich haben. Dass ich essen kann, auch wenn ich bei voller Gesundheit bin. Das wird ziemlich cool. So, die Nebenaufgaben werden jetzt hier aufgeführt. Das finde ich sehr gut. Wo waren jetzt die Detektei? Weiß das nochmal jemand? Mental Internet. Ah, vielleicht kriege ich hier Informationen. Wartet mal. Vielleicht kann der mir helfen. Weil ich hier jemanden finden muss. Und der Typ ist ja halt... Der kann Orte und Sachen hacken. Nicht Orte, sondern Orte herausfinden. Und sonst, wie geht's euch gerade so? Wie spät ist es eigentlich? Es ist 22:31 Uhr. Okay. Schon 22:30 Uhr. So, hier wäre Sana-chan. Ich lasse sie mal kurz. Ich mache erstmal ein bisschen weiter. Weil ich muss die Information herausfinden. Wo genau? Oh mein Gott. Geh mir langsam nicht auf den Sack. Na? Mir geht's gut, das freut mich. Mir geht's auch gut. Ich bin nur ein bisschen müde, aber das ist nichts Neues. Hält er mir gerade den Daumen runter? Was soll denn das? Was zwischendurch im Halbschlaf gelesen, Halbschlaf gelesen und zugehört, was du gesagt und gespielt hast, aber jetzt bin ich ausgeschlafen. Na dann, guten Morgen. Guten Morgen. Ich wundere mich, wo meine Mama nicht schreibt. Vielleicht pennt sie auch gerade. Weiß nicht.
todmüde ist wegen dem Hund. Wenn mein Hund schläft, nutze ich dann auch die Zeit, um ein bisschen die Augen zuzumachen. Kann ich auch voll verstehen. Sollte ich auch mal tun. So, ich frage jetzt den hier. Vielleicht hat der... Kann der mir helfen. Ich habe Reisbällchen über Yagamichi. Wollen Sie das haben? Ja. Oh, Flowing. Dankeschön für dein Twitch Prime. Vielen, vielen Dank. Das ist sehr lieb von dir. Danke, danke. Lass auch mal mehr Action, ich schlafe bald ein. Dafür kann ich nichts. Aber es ist nicht so toll, dass Bendus aus dem... Okay, der hilft mir auch nicht. Schlecht. Ich suche ja gerade die Information, dass ich hier überhaupt mal weiterkomme. Weil ich weiß es gerade nicht. Ich würde gerne noch in die Detektei. Anwalts... Hier ist es. Da wollte ich nochmal hin. Vielleicht finde ich da noch mehr Aufgaben und vielleicht kann mir da jemand helfen. Ich weiß das gerade nicht. Es baggern mehr Frauen an. Wenn das so einfach wäre. Würde ich direkt machen. Aber ich muss die halt alle, ne? Erstmal dazu bekommen, dass sie sich überhaupt mit uns treffen wollen. Von wem ist das? Okay, das ist der wieder. Kein Wunder, die greifen mich ja auch die ganze Zeit an und lassen mich nicht in Ruhe. Willkommen zurück, Vapor. Ich widme mich mal wieder meiner Pen-and-Paper-Sucht. Wünsche ich dir sehr viel Spaß. Zwei wichtige Sachen sind mir passiert. Der totgeglaubte Charakter kommt wieder, der andere meiner Lieblings-NPCs wurde gerade in den potenziellen Tod geschickt. Okay, klingt nicht schön. So, haben Sie Arbeit? Nicht wirklich. Verdammt! Die hat nichts zu uns. Hat jemand eine Idee, wie ich mal zu gerne treffen kann? Ich stehe halt ein bisschen auf dem Schlauch. Es ist auf und ab in der Gefühlswelt meines Charakters. Ja. Ich merke das schon. Ich merke das. Aber ich finde hier keine Informationen. Ah.